Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin für die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Hostel Castle. Ich werde das Spiel starten, Vollbetrieb machen und dann müsste es ja auch gleich da sein. Gut. Ich würde sagen, ich mache gleich erstmal kurz Pause und mache die ganzen Quests fertig mit den Nachrichten, mit den Nachrichten, mit den Werbungen, weil ich weiß genau, ich werde immer wieder drauf drücken. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei diesem Bildschirm. Also bis gleich. Und da bin ich wieder. So, und wenn wir jetzt erstmal... alles hier anklicken, abholen und. Schön. Gut. Eine Belohnung abholen. Das ist schön. Was haben wir hier? Die Schatztruhe noch. Das müssen wir machen. Also bauen wir das gut, aber da fehlt mir Geld und Holz. Er sagt, ich soll den Keller reparieren, dann machen wir das. Gut. Die arbeiten. Lieber nicht. Geht ja noch Sachen an vom Kochen. So gut, das ist so den rein und den rein. Und das Labor ausbilden. 30, 30, die ist 20.
Die kommt rein. In der Kaserne. Ja. Nehmen wir erstmal die hier. Auch Kaserne. Die sind dann ausbilden. Das Lager. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Information. Alle arbeiten und jetzt geht's an die Queste. Eine Quest ist es, siebenmal hier Arena zu spielen. Ich habe auf Start zu suchen, ob jemand gerade spielt. Sieben Leute suchen schon, das ist gut. In der Zeit machen wir die PvP fertig. 5-mal PvP. Okay, einmal PvP fertig. Oh, 4 Millionen. Ich glaube, gegen den habe ich keine Chance. Jetzt 1,3 Millionen schaffe ich auch nicht. 2,4 schaffe ich nicht. 400, den schaffe ich. Ist egal, dass ich ein bisschen angeschlagen bin.
dreimal fertig. PvP machen, dann habe ich die erste Quest mit PvP fertig. Dodo. Eine Minute habe ich noch für den Angriff. Okay, dann gehen wir in die Arena rein. War das, glaube ich, hat. Können wir mal nachschauen. 1,13. Wenn ich meine Fähigkeiten noch dazu benutze. Das ist ein Spiel zum Beispiel. Das war mal richtig knapp. Sammeln wir schnell noch die Sachen ein. Kampfkraft von 900 und ich nur 660. Sofort die nächste Runde hinterher. Quest abholen. Da ist
ist er. Und wie war's zur nächsten Quest? Den Steinbruch. Genau, die können wir machen. Ich mache das ja mal als erstes die Schwächsten reinstellen. Oh, schon einer da. Muss ich auch kurz hier rausgehen. Und wieder in Arena reingehen. So, Arena. Gegen den kämpfen, 770. Das wird ein schwerer Kampf, aber ich werde verlieren. Also mit oder auch nicht, meinte ich mit den schweren Kampf. Ach ja. Oh. Mensch, die sind aber schnell. Boah, 3,1 Millionen. Gewinne ich bestimmt. Alle tot. Naja, ich bin nicht der Letzte. Der hat 1,2 gehabt, 3,1, 1,5, 2,1, ja. Dann gehen wir auch schon wieder bei jedem Stammbruch rein. Okay.
gehen wir einmal kurz hier raus. Auf X und hier oben das Anklicken, die Schrift. Den lernen wir sofort im Turnier. Abholen. Gleich nächste Runde starten. Bei 2 Siegen muss ich ja noch machen. Oh, das sieht nur aus Pikachu. Und Engel. Und alle tot. Blöd hat gewonnen. Karte. Das Edelsteinbruch. X drücken und wieder zum Kampf gehen. Ach, der hat auch gekackt schon dreimal. Wieder in den Edelsteinbruch reingehen. Oh, der ist ganz bisschen schwächer als ich. Aber ob ich den besiege? So ein Mist. Naja.
Schauen wir die Quest fertig. Machen wir weiter hier den Edelsteinbruch. Und wenn die PvP-Runde vorbei ist, dann werde ich mal kurz anmelden beim Bunker. Nicht Bunker, wie heißt das hier? Bei Zero City ist das Bunker. Naja, werden wir gleich sehen, was das heißt. Und der nächste Gegner in der Arena. Zack. Alle da. Schön. Jetzt werde ich letzter. Ich bin traurig. Ich werde letzter. In der Edelsteinbruch. Edelsteinbruch. Gleich fertig mit. Oh, bei mir ist einer da. Der letzte Arena-Kampf. Was für ein Teil. Gut. Eis. Gut, dann machen wir die Edelsteinbruchmine. Fertig. Nein. Da fehlt hier noch einer. Dann gefangen wir die letzten drei. Zack, zack, zack. Warten auf Ende des Turniers. Gut, wenn ich jetzt mir ein Video anschauen will, wenn alle belebt. Ich könnte die Söldner kaufen für die Marken, die Geld kosten. Wie heißen die? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das heißt, ich beende das Turnier und mir jetzt meine Belohnung ab. Und da ist die Edelsteinprobe beendet. Da können wir die Truhe abholen.
vom ersten Turnier mit 110 Siegpunkte und hier holen wir jetzt so. Weil ich nicht einen Kampf gewonnen habe, 60 Siegpunkte ab. Immerhin. Ich kann mal kurz bei der Arena in Shop gucken. 15.000. Oh, ich habe hier eine Muschel. Ein und wieder ein Verbündeter. Wenn ein Lakai beschworen wird. Nicht jeder beschwört ein Lakai, das ist gemein. Der halt 11.501. Ne, der halt 2.006 Sekunden lang. Der halt 3.400. 75 bis 90. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Dann gehe ich meine Basis rein. Schau mir meine Leute an. Ne. Ich habe nur einen 70er, die anderen sind alle 60er. Dann melde ich mich mal fürs Verlies an. Das ist die nächste Quest. Zufällig. Noch mal kurz auf Arena rauf. Schau mir den Laden an. Das ist 60. Das könnte ich mir holen. Und was ist hier? Wenn ein Verbündeter wiederbelebt wird. Oh, ich habe doch schon einen gefunden. Fähigkeit auf Linksseite aller Gegner um 30 Sekunden. 35 auf Linksseite der nächsten Fähigkeit aller Verbündeten um 20 Sekunden. Ach, kann ich gar nicht benutzen. Er ist der Chef, okay.
glaube mich auch. Naja. Und das Verlies. Die Quest ist es, besiege hier drei Bosse. In einem Verlies gibt es, glaube ich, zwei Bosse, soweit ich weiß. Hier ein Boss und hier ein Boss. Zwei Boss, also ich müsste Verlies zweimal spielen, damit ich. Ich schaffe noch nicht mal einen Boss, ich komme noch nicht mal so weit. Okay. Das wäre halt die andere. Tagesquest gewesen. Leider habe ich da im Verlies keine Chance. Dann haben wir noch eine Quest an Freundin Ressourcen verschicken. Da habe ich leider noch nicht so viele Freunde. Obwohl doch passt. Fünf Stück. Passt genau. Ja, okay. PvP-Krieg ist in einer online in der Gilde. Ich glaube nicht. Gilde, Gilde, Gilde. Top-Spieler, beste Client, Freunde. Gilde, wo waren die Gilde? War das hier, ne? Der Clan. Ne, keine online. Also kein Clankrieg.
Achso, nur zwei besiegen. Zwei Bosse. Im Verlies. Und hier haben wir Siegpunkte, Invasion. Findet gerade keine Stadt, deswegen geht das auch nicht. Gut, dann war es das für heute hier. Ich kann noch das Portal spielen. Ach ne, ist schon abgelaufen. Ich habe da noch 1100 Punkte. Hol ich mir Diamanten und grüne Splitter. Dann kann ich sie nochmal schnell hier was herstellen. Ring. Einen grünen Splitter. Auf Stealth. Nein. Eine Rüstung. Gegenstände. Nee, ich gehe auf Bogenschütze. Eine Waffe für den Bogenschützen. Oh. Kein Elixier mehr. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Elixier gewinnen, wenn ich Patronen öffne. Ressourcentruhe. Und noch eine öffnen. Viele Ressourcen. Dann machen wir ja wieder ein bisschen Ressourcen, 120, aber ich glaube, das reicht nicht. Ach, 235 brauchte ich. Ne, dann nicht. Stimmt, ich habe ja hier was benutzt vorhin. Den auf jeden Fall fertigen. Den fertigen. Den brauche ich ja nicht mehr, dafür habe ich den. Ach, oh komm, nehmen wir den. Gut. Ist auf Höchste geforscht. Okay. Dann will ich das letzte Mal hier alles abholen. Empfehle ich, werde ich. So, und das war's dann für heute. Dann bestätigen beim Beenden und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bereit seid. Was war das? Habe ich die Quest nicht fertig? Doch. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.